In Großbritannien haben die Wähler für einen Erdrutschsieg der Labour-Partei gestimmt und damit eine 14-jährige Periode konservativer Regierungen beendet. Laut Nachwahlbefragungen am Donnerstag können die britischen Sozialdemokraten mit 410 der 650 Sitze im Unterhaus rechnen. Parteichef Keir Starmer wird damit aller Voraussicht nach nächster Premierminister. Denn heute Abend haben die Menschen hier und im ganzen Land gesprochen und sie sind bereit für einen Wandel, um die Politik der Performance zu beenden und zu einer Politik als Dienstleistung zurückzukehren. Der Wandel beginnt genau hier, denn es geht um eure Demokratie, eure Gesellschaft und eure Zukunft. Ihr habt gewählt und wir müssen jetzt liefern. Vielen Dank. Thank you very much. Die regierenden Tories des amtierenden Premierministers Rishi Sunak landeten abgeschlagen bei 131 Sitzen, müssen also eine schwere Niederlage hinnehmen. Premierminister Rishi Sunak gestand die Niederlage in der Nacht zu Freitag bereits ein. Die Liberaldemokraten können mit 61 Mandaten rechnen. Die rechtspopulistische Reform UK des Brexit-Hardliners Nigel Farage kommt den Prognosen zufolge auf 13 Sitze. Die offiziellen Ergebnisse werden am frühen Freitagmorgen erwartet. Die Prognosen gelten jedoch als ziemlich genau.